Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Kritzel Krakel Kreativ. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Osterweekend und konntet dieses in vollen Zügen genießen. Ich habe mir gedacht, da jetzt ja Frühling ist, könnten wir wieder mal etwas Farbiges gestalten. Ich habe hier mein Watercolor Paper, das ist 300 Gramm schwer, damit es nicht zu fest kringelt. Und ich werde dann mit Gouache-Farben darauf malen. Zuerst müssen wir natürlich das Papier wie immer befestigen. Ich nehme hierzu Malerklebeband. Ich habe zwischenzeitlich auch einmal so Washi-Tape ausprobiert, aber irgendwie hat es bei mir nicht gut geklappt. Also irgendwie beim Washi-Tape ist dann immer das Wasser unter das Klebeband gekommen. Dann hat sich das Klebeband abgelöst und das war einfach nur mühsam. Daher gibt es jetzt wieder das wunderschöne Malerklebeband. Ja, sieht halt nicht so gut aus wie Washi-Tape, aber ist praktischer, meiner Meinung nach. Vielleicht hatte ich auch einfach schlechtes Washi-Tape, muss ich sagen. Ja, ihr befestigt das Papier wie immer auf allen vier Seiten. Und so ein bisschen vom Motiv her habe ich mir gedacht, etwas Frühlingshaftes mit vielen Farben und vielleicht noch so zwei Kaninchen. Mal sehen, was wir da hinkriegen, ja? Genau. Genau, dann wir benutzen wie immer meine Himi-Gouache-Farben. Diese sind mittlerweile wohl etwas eingetrocknet. Das schauen wir uns jetzt gerade kurz an. Ja, die sehen doch sehr eingetrocknet auch. Ich versuche euch das ein bisschen zu zeigen. Ja, die habe ich auch schon eine Weile nicht mehr benutzt. Daher nehmen wir jetzt so einen kleinen Wasserspray und reaktivieren die Farben wieder. Ich hoffe, das geht gut, aber ich glaube, das geht schon gut, weil das ist Gouache-Farbe, das lässt sich auch reaktivieren mit Wasser. So, dann bereiten wir hier alles vor. Ja, wundert euch nicht, meine Palette sieht etwas dreckig aus. Das liegt einfach daran, dass das so Gouache-Farbe lässt sich eben, wie gesagt, wieder reaktivieren. Das heißt, ich denke immer, weil ich sowieso mit viel Grün arbeite, ja, dann lasse ich das gleich auf der Palette. Vielleicht kann ich das nochmal benutzen und hin und wieder muss ich die Palette dann schon wieder abwischen, aber jetzt im Moment lassen wir das noch so. Dann hier noch meine Pinsel. Ich werde heute vermutlich alle Pinsel benutzen. Wir haben einen Fächerpinsel und einen großen Pinsel und kleine Pinsel. Dann beginnen wir wie immer, wie ihr sehen könnt, mit dem Hintergrund. Wir nehmen hier dunkles Blau und Weiß. Und erst danach bauen wir schrittweise das ganze Bild auf, von hinten nach vorne. Und ja, vielleicht wundert ihr euch, zuerst werde ich alles eher so ein bisschen in Blautönen halten, damit ich so das Grundprinzip, das Grundkonzept von meinem Bild erstellen kann und die Farbe werde ich dann später nach und nach einbringen. Ja, dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Video. Falls ihr noch Fragen habt, dürft ihr diese natürlich immer gerne in den Kommentaren stellen. Und ansonsten, ja, viel Spaß!
Ja, meine Lieben, das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend, je nachdem, wo ihr gerade seid. Tschüss!